Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Ich stehe mal wieder in der Ponywiese, wie fast immer, mit den jüngsten vier Fohlen, die stehen hier noch mit bei, und zwar da vorne ist Vanilla, die sieht man da gerade, also ihre Mutter steht da oben, aber Vanilla hängt eigentlich die meiste Zeit mit Eurankas Fohlen zusammen. Da sind wir mit dem Namen so zu 95% klar, kommt im nächsten Video. Also wahrscheinlich haben wir da was gefunden mit E. Die beiden hängen halt immer zusammen. Ja, und Vanilla ist halt auch immer, sobald sie einen sieht, kommt sie sofort. Die ist so zutraulich. Die freut sich immer, wenn jemand kommt. Juhu, da kommt jemand zum Streicheln vorbei. Und vor allem hat dieses Fohlen nicht einfach die witzigsten dicken Plüschohren. Ich habe noch nie so dicke Plüschohren gesehen, wie so ein Teddybär. Ja, und hier hinter mir, Decora, da steht der Name vom Fohlen auch so gut wie fest, aber dann im nächsten Video. Und oh, ich muss euch dann endlich mal die Auflösung auch sagen zu dem Fohlen von Heaven vom letzten Jahr, welchen Spitznamen wir uns da jetzt ausgedacht haben. Es war irgendwie eine ziemlich schwere Geburt, weil irgendwie kam ich mit allen Namen nicht so ganz klar. War ein bisschen kompliziert, aber es ist jetzt vollbracht. Ja, ich werde hier gerade ein bisschen belästigt, aber der eigentliche Grund fürs Video steht eigentlich da vorne. Vanilla, tut mir leid, du bist heute hier nicht die Hauptperson. Da nämlich dieser junge Mann am Start. Und zwar ist das Enchimas Fohlen. Ein kleiner Hengst. Vater ist ja Pantau. Von dem hat er mal wohl die Grundfarbe bekommen. Die Scheckung. Wahrscheinlich von, also Enchima ist eine reinerbige Schecke, das heißt, die gibt immer ein Scheckgen weiter, also da hat er auf jeden Fall sein Scheckgen herbekommen. Es kann natürlich sein, dass der kleine reinerbiger Schecke ist und vom Pantau auch noch ein Scheckgen mitbekommen hat. Das müsste man halt testen, um es genau zu wissen, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ich finde ihn mega cool gezeichnet, vor allem mit diesen vier hochweißen Beinen. Auf der Seite hat er ganz wenig Weiß, auf der anderen Seite hat er einen größeren weißen Fleck. Und vor allem, was auch so typisch Pantau ist, der hat einfach diesen absoluten Pantau-Kopf. Also Pantau als Fohlen, falls mal jemand auf meiner Homepage gucken will und ihn als ein Fohlenfoto von ihm angucken will, der hatte genau diesen Kopf und den vererbt er so klassisch. Und ich finde den so hübsch, den Kopf. Also den hat er hier genau mitbekommen. Also schönes, feines Köpfchen, so mit so einem kleinen Araberknick drin, aber trotzdem nicht so ein Mini-Kopf, sondern trotzdem markanten, so einen richtigen Hengstkopf, also richtig cool. Farblich Rappschecke oder Smoky-Schecke. Er hat so ein bisschen helle Innenöhrchen, könnte für einen Smoky sprechen. Pantau ist ja auch getesteter Smoky-Schecke. Da sieht man jetzt auch die Steckung auf der anderen Seite. Also das, ich werde die ganze Zeit übrigens nach wie vor von Vanilla verfolgt. Die bekrabbelt mich hier immer von hinten. Ja, ansonsten sehr, sehr, sehr schönes Fohlen. Sehr kräftig, sehr groß. Also da hat Enchima ganz schön was ausgebrütet. Dieses Jahr irgendwie nur, vor allem mega lange Beine auch. Und ich mag das ja so, wenn die Pferde oder Ponys so vier hochweiße Beine haben. Finde ich ja richtig cool. Also mega hübsches Fohlen. Die Geburt, das war wieder der Fail des Jahres sozusagen. Also es war klar, mir war klar an dem Abend, okay, Enchimas Fohlen kommt heute Abend. Der pH ist aber mehrere Tage langsam runtergegangen. 7,0, 6,8, 6,5. Und an dem Abend dann, als ich sie abends von der Wiese geholt habe, war er tatsächlich bei 6,2. Okay, mir war klar, Enchima wird heute Fohlen. Sie war auch schon mega unruhig, als ich die reich. Wir sind ja so bis 8 Uhr, Viertel nach 8 im Moment draußen. Hab die so um 8 reingeholt. Dann habe ich schon auf der Kamera gesehen, dass die mega unruhig war. Hab schon, während ich dann geduscht habe, mir das Handy mit der Kamera, mit der offenen Kamera quasi neben die Dusche gelegt, dass ich immer drauf gucken kann, weil ich wirklich damit gerechnet habe, es geht jetzt jeden Moment los. Und wer sich erinnert, bei Enchima war ja letztes Jahr, die hatte ja letztes Jahr den Glückspilz. Da musste ich ja auch ganz gut nachhelfen, dass er rauspluppt. Und Enchima hat also mehrere problemlose Geburten gehabt, die sie ganz alleine gemacht hat, und hatte aber auch vor einigen Jahren schon mal eine Schwergeburt, wo wir also wirklich mit zwei Tierärzten ja ziemlich lange gebraucht haben. Und es war also richtig heftig, die Geburt. Und deswegen bin ich da bei ihr immer mega vorsichtig. Übrigens, wie witzig ist der von vorne gezeichnet, die Beine mit diesem schrägen Strich darunter. Also er steht halt natürlich noch ein bisschen wackelig und krumm im Moment, aber er ist auch erst einen Tag alt, ne? Also das verwechselt sich auf jeden Fall. Ich werde hier auf Schritt und Tritt übrigens verfolgt. Auf Schritt und Tritt, egal wo ich hingehe. Ja, deswegen war mir halt gerade bei ihr extrem wichtig, dass ich dabei bin bei der Geburt.
Deswegen stehen die Ponys auch nachts in den Abfuhrboxen. Ich meine, das hat auch schon mal jemand kommentiert, ja, aber so Probleme ist es nicht, gibt es nicht viel weniger Probleme, wenn die Ponys einfach draußen sind und sich bewegen können und so weiter. Ja, klar geht das meistens gut, aber ganz ehrlich, ich möchte keinen Fohlen und im schlimmsten Fall auch noch die Stute verlieren, weil ich bei der Geburt nicht dabei war und eigentlich hätte helfen können. Und deswegen machen wir das mittlerweile wirklich nur noch unter Überwachung. Auch dann ist man nicht immer hundertprozentig dabei. Wir haben auch schon Stuten gehabt, die haben tagsüber dann auf der Wiese gefohlt. Also ich kann halt auch nicht, ich muss ab und zu auch mal arbeiten oder einkaufen. Ich kann halt auch nicht rund um die Uhr daneben sitzen. Aber ich versuche das Risiko größtmöglich zu minimieren, dass ich mir zumindest nachher keine Vorwürfe machen muss und mir denken muss, boah, hätte ich mal und wäre ich mal. Ja, hier war es jetzt so. Ich wusste also abends 8 Uhr, okay, hier, die hat jetzt aufgeäutert und der pH ist runter. Vom Verhalten her super auffällig. Inchima hat schon einige Fohlen bei uns bekommen. Wir haben sie schon 10 Jahre jetzt. Dass ich mir dachte, okay, das kommt heute Nacht. Ich war mir sicher. Problem an der Sache war, ich hatte Nachtdienst. Ich musste also um 8:45 anfangen zu arbeiten. Normalerweise ist das auch kein Problem. Und zwar die Besitzerin von unserem Stall hier, die wohnt direkt neben dem Stall und die kennt sich da auch mega gut aus, was Geburten und so weiter angeht. Hat auch Landwirtin gelernt und ist da immer, immer am Start, wenn ich die anrufe oder wenn ich irgendwie sage, du, ich bin jetzt ein paar Stunden weg oder ich bin heute nicht da, guckst du mit und ich kann nicht dich anrufen, wenn was ist, ist immer überhaupt kein Problem. Aber es war also dieser eine Tag im Jahr, wie er eigentlich nur einmal im Jahr vorkommt, die war in der Nacht auch nicht da. Das wusste ich vorher. Also es war klar, ich habe diesen einen Nachtdienst und sie ist nicht da. Und in Chimas Fohlen möchte kommen. Also ungünstigste Kombination ever. Dann habe ich eine von unseren Einstellerinnen hier angeschrieben, die auch ganz nah hier beim Stall wohnt, also auch wirklich in 1,5 Minuten hier oben ist und auch schon ganz lange Pferde hat und der Opa hat schon gezüchtet und die sich da auch ganz gut auskennt, ob ich sie anrufen kann, wenn irgendwas ist. Also, dass ich praktisch die Kamera im Auge behalte, das kann ich auch von der Arbeit aus immer mal reingucken. Und die Juli guckt auch mit auf die Kamera und Anita guckt ja mit auf die Kamera. Also, es ist ja alles im Blick, dass ich sie halt nur anrufe, wenn irgendwas ist, dass ich einfach parallel dann den Tierarzt anrufe und sie aber halt einfach dabei ist und guckt, ob alles in Ordnung ist. Ja, ich bin dann zur Arbeit gefahren. 8:45 war es dann schon soweit. Also Inchima war die ganze Zeit unruhig, hat sich gedreht und hingelegt und nicht gefressen und geäppelt. Und also es war schon so richtig auffällig, okay, es geht jetzt bald los. 8:45 ging es dann auch los. Sie hat sich hingelegt, hat angefangen zu pressen. Hab ich gedacht, okay, ich gucke jetzt einfach zu, wenn alles gut geht. Normalerweise ist so ein Fohlen innerhalb von ein paar Minuten draußen. Dann haben wir auch keinen Stress. Dann rufe ich einfach meine Freundin an, dass sie dann guckt, ob alles in Ordnung ist, ob der Kleine, ob es trinkt und so weiter und alles ist gut. So, jetzt ging die Geburt los. Ich habe halt zugeguckt. Man sah dann irgendwann ein Vorderbein. Die konnte man auch auf der Kamera recht gut erkennen, weil sie ja auch weiß sind. Es kam aber das zweite Vorderbein nicht. Und Inchima ist wieder aufgestanden, hat sich hingelegt, hat sich rumgedreht, ist im Kreis gerannt. Also man merkte schon, normalerweise im Optimalfall bei so einer Geburt wirklich, die legen sich hin, fangen an zu pressen und stehen erst wieder auf, wenn das Fohlen da ist. Und es geht in der Regel schnell, 1-2 Minuten. Hier war es aber so, es ging halt dann nicht voran. Also es war dann irgendwann der Kopf, ein Stück Kopf zu sehen und das eine Bein war schon komplett draußen. Ich konnte aber das zweite Bein auf der Kamera nicht sehen. Und die Geburt war jetzt doch schon gute 8-9 Minuten im Gange. Also gefühlt eine Stunde, aber es waren doch nur ein paar Minuten. Also habe ich dann sofort meine Freundin angerufen. Die hatte meine Nachricht noch gar nicht abgehört, wo ich sie gefragt habe, ob sie denn quasi die Nachtschicht also, ne, dann übernehmen könnte, dass ich sie anrufen kann. Die war aber sofort am Telefon. Ich habe dann nur gesagt, so Nadine, kannst du gerade zum Stall fahren? Das Fohlen von den Chima kommt. Ich weiß nicht, ob alles gut geht. Kannst du mal schnell dahin fahren? Die ist dann auch sofort da hochgefahren. Hat mich dann angerufen, sobald sie im Stall war. Und es war halt so, das eine Bein war komplett draußen, der Kopf war draußen und das andere Bein war nur so ein kleines Stück draußen. Also es war ein ganzes Stück zurück und dadurch verhakt sich dann natürlich die Schulter gerne mal so ein bisschen. Sie hat mich dann angerufen und quasi unter telefonischer Anleitung, ich habe dann nur gesagt, nimm jetzt die Beine, du musst ziehen. Wichtig ist immer Richtung Hufe der Stute ziehen quasi. Also nicht gerade hinten raus, sondern das Fohlen so ein bisschen nach unten ziehen. Ich sage, nimm jetzt die Beine, zieh einfach, weil die Geburt war dann schon fast 20 Minuten im Gange. Sag ich, es muss jetzt einfach raus. Der Tierarzt braucht halt auch mindestens 20 Minuten bis zu mir. Das lohnt sich jetzt nicht mehr, den anzurufen. Nimm einfach die Vorderbeine und zieh. Du kannst nichts kaputt machen in dem Sinne, weil das Fohlen lag richtig. Es muss jetzt nur einfach raus. Und dann hat es auch relativ schnell geklappt. Also war dann die ganze Zeit am Telefon und fluppdiwupp hatte sie es dann draußen, kam dann nach kurzer Zeit schon direkt die Meldung, okay, es ist draußen, es lebt, es bewegt sich, es atmet. Und dann wussten wir, okay, jetzt ist alles gut. War also mal wieder sehr spannend. Ja, ich muss halt auch ab und zu doch mal arbeiten in meinem Hauptjob. Also ich kann halt auch nicht rund um die Uhr natürlich den Ponys hier Huf halten.
also es passiert extrem selten, dass genau dann ein Fohlen kommt, aber manchmal passiert es halt einfach, lässt sich halt nicht vermeiden. Aber normal habe ich dann halt immer so ein Backup hier zu Hause, wen ich anrufen kann, wer da ist. Und wie gesagt, Tierarzt und so weiter. Mein Tierarzt ist auch immer erreichbar, 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Also die machen auch nie irgendwie zu oder Feierabend oder Pause. Von daher ist es eigentlich schon immer ganz gut, aber das war jetzt echt eine spannende Sache. Also ja, und deswegen hat der Kleine auch schon einen Namen, weil nämlich die Hebamme quasi, die ihn auf die Welt geholt hat, dann auch den Namen aussuchen durfte. Und die hat sich schneller entschieden, wie ich das immer mache. Der Kleine muss ja mit P anfangen, weil Pantau der Vater ist, was bei mir eh immer schwierig ist, weil ich ja super viele Ponys mit P schon hatte. Ich habe es immer gezählt, ich glaube, es waren über 50. Und er soll Paquito heißen und den hatten wir tatsächlich noch nicht. Und sie hat sich einfach mal innerhalb von einem Tag entschieden. Unglaublich. So schnell schaffe ich das ja nicht. Aber gut, deswegen hat der Kleine schon einen Namen. Wie gesagt, ich finde ihn mega hübsch. Auch ein richtig großes, kräftiges Fohlen. Also der wird auch echt, glaube ich, ein richtig schöner, großer, kräftiger Hengst werden. Und wird natürlich nicht bei uns bleiben. Was heißt natürlich? Also leider, weil er halt einfach ein Sohn auch von Pantau ist und ich habe unglaublich viel Verwandtschaft zu ihm, Schwestern, Halbschwestern, den Vater und so weiter. Das wäre halt einfach für uns jetzt, für die Zucht, ja, können wir ihn halt nicht wirklich nutzen. Deswegen ist der junge Mann halt zu verkaufen. Es gibt auch schon ganz viele Interessenten. Aber jetzt bleibt er eh erstmal bis zum Herbst dabei und genießt seine Zeit mit Mama auf der Wiese. Demnächst auch auf der Sommerwiese und dann sehen wir weiter. Und hier sieht man übrigens noch ein paar dicke Bäuche, die auch bei Gelegenheit mal noch auspacken wollen. So, ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen und der kleine Zwerg pieselt jetzt mal eben noch hier ins Bild zum Abschluss. Super, genau so, dass wir auch alles sehen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen und sag hoffentlich bis bald.